Hier ist eure MS-Reporterin Annika und ich bekomme gleich Besuch von einer Freundin. Wie einige von euch vielleicht wissen, leite ich eine Selbsthilfegruppe in meiner Heimatstadt und Franzi ist Mitglied. Ja, und anlässlich des Welt-MS-Tages mit dem Motto Voll im Leben, dachte ich mir, heute hole ich mir mal Unterstützung und das ist Franzi. Das hier ist übrigens Franzi. Hi, herzlich willkommen. Und damit können wir gleich zum ersten Punkt kommen, und zwar unsere Vorstellung. Ganz klar. Also, ich bin Annika, ich bin 28 Jahre alt und Rentnerin, seitdem ich 20 bin. Ich mache gern Musik, bin allgemein künstlerisch gerne aktiv, ich male Bilder und schneide Videos und ja, ein großes Hobby von mir ist auch mein Hund. Ja, hallo! Ich heiße Franzi und bin 32 Jahre jung. Ich male sehr gern mit Acrylfarbe oder mache auch gerne Musik. Also ich habe auch Geige gelernt und ich bin auch seit einiger Zeit, 2017, berentet, aber mache trotzdem immer noch nebenbei einen kleinen Minijob, wo ich viel Fußpflege mache oder Kosmetikbehandlung. Ab und zu auch noch eine Massage. Seit wann hast du Multiple Sklerose und wie lautet deine MS-Geschichte? Also ich habe MS, seitdem ich 20 bin. Das war 2014. Damals konnte ich nicht mehr richtig laufen. Das nennt sich dann Hemiparese linksseitig. Ich konnte einfach mein Bein nicht mehr richtig heben, hatte auch Koordinationsprobleme und so weiter. Nachdem ich dann im Krankenhaus war und Medikamente bekommen habe und auf Reha war und wieder Medikamente bekommen habe, ging es dann irgendwann, 2015 bin ich dann Rentner geworden, weil ich ganz starke Fatigue, also so eine abnorme Müdigkeit habe und auch damit einhergehend Konzentrationsprobleme und so einen ganzen Blödsinn halt. Ja, seitdem habe ich immer mal wieder so kleine Mucken, also so kleine Minischübe, also so zum Beispiel, dass ich Beschwerden habe, wenn ich meine Augen bewege, dass das dann irgendwie weh tut oder irgendwie sowas, aber es ist nichts mehr so Signifikantes gekommen, dass ich plötzlich nicht mehr richtig laufen kann. Seit Anfang diesen Jahres habe ich Spastik. Yay! Ja, richtig toll. Also ich muss jetzt zweimal die Woche zur Physiotherapie, zu Hause immer meine Übungen machen und das ist, also Spastik kann ich echt nicht empfehlen, das ist eine schmerzhafte Angelegenheit, aber auch das kriegt man irgendwie in den Griff. Muss man ja, ne? Einmal zu mir, zu meiner MS-Geschichte. Ich habe die Diagnose 2012 bekommen, also jetzt auch schon über 10 Jahre und das ging da echt heftig gleich los mit sehr vielen Schüben und lange Krankenhausaufenthalten, dann immer gleich volle Kanne, das beste Medikament überhaupt rein, ne? Was muss, das muss. Aber mittlerweile bin ich sehr gut auf ein Medikament eingestellt. Nebenbei zu dem Minijob mache ich dann aber auch immer noch regelmäßig Physiotherapie, um immer in Bewegung zu bleiben. Also und trotzdem gehst du noch zweimal die Woche zum Sport, richtig löblich. Ganz genau. Schaff ich momentan nicht so, sollte ich mal. Ja, doch, immer ein bisschen fit bleiben, ne? Mhm. Ganz genau. Und was mir aber auch besonders wichtig ist, weil ich ab und zu immer noch ein bisschen schusselig bin, so fing das ja bei mir auch an, ich gehe einmal die Woche zur Ergotherapie, um immer wieder noch mein Gedächtnis ein wenig zu fordern und zu trainieren. Also auch starke Konzentrationsprobleme. Willkommen im Ganz Club! Ganz genau, yeah! Und zusammen sind wir stark. Yes! Was ist für dich das Schlimmste an der MS? Also für mich gibt es viele Dinge, die natürlich nachteilig sind an MS. Allen voran sind die Symptome. Und da am schlimmsten, finde ich, sind die Symptome, die unsichtbar sind. Also sowas wie abnorme Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Schmerzen. Das ist alles, was man von außen nicht sieht, was dich aber massiv einschränkt. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ja, und das ist einfach super nervig, weil man auch das Gefühl hat, sich anderen gegenüber vielleicht auch rechtfertigen zu müssen. Weil wenn du ein gebrochenes Bein hast, das sieht jeder. Jeder kann Rücksicht nehmen. Fertig. Mit den unsichtbaren Symptomen ist das so eine Sache, ne? Richtig, ja. Viele sagen einem, ja, wieso? Ach, man sieht doch gar nicht, dass du MS hast und so. Du kannst doch noch laufen, dir geht's doch gut. Ganz genau. Wieso kannst du nicht mehr arbeiten und dann musst du dich erstmal erklären? Oh. Das ist echt wirklich schlimm. Also ja. Mich stört das ja auch. Ich kann nachts teilweise auch schlecht einschlafen, einfach weil ich total diese Symptome habe, dieses Ameisenlaufen, also dieses Kribbeln.
und das sehen halt andere nicht. Ich schlafe durch die Spastik in letzter Zeit richtig schlecht. Ja. Schlaflosigkeit, auch ein Symptom, was niemand sieht und was du aber sowas von krass fühlst. Also. Ja, richtig. Und bei mir ist es ja auch die andere Form der Fatigue, diese Konzentrationsprobleme, diese Vergesslichkeit, Schüttlichkeit. Andere schütteln da den Kopf und haben kein Verständnis dafür. Ne? Da hat man erstmal wirklich durch die MS gemerkt, wer seine wahren Freunde sind. Ne? Ja, auch noch ein Nachteil. Also natürlich kommt nicht jeder mit der MS klar. Ne? So wie Franzi gerade gesagt hat, einige Freunde, vielleicht auch der feste Partner sagen dann, damit komme ich nicht klar. So, ne? Man steht dann da halt und denkt sich so, ja, ich habe doch gar nichts gemacht und jetzt verlässt du mich. Das ist halt richtig uncool. Na, ich habe zum Glück einen wirklich sehr verständnisvollen Partner. Ne? Der nimmt einen so, wie man ist. Und das ist wirklich ein Glücksgriff. Und, ganz genau. Ja. Aber er unterstützt mich auch bei Sachen wie zum Beispiel Gedächtnistraining und so, weil das macht man am besten immer zu zweit mindestens. Ne? Also umso besser funktioniert das im Alltag auch. Ne? Ein anderer großer Nachteil ist, dass je nachdem, wie stark die MS natürlich ausgeprägt ist, sich das Leben verändert und du dich anders wahrnimmst und andere dich auch anders wahrnehmen. Also es fängt bei uns zum Beispiel schon damit an, dass wir nicht mehr arbeiten können. Wir müssen halt uns ganz anders definieren als andere Leute. Und man wird halt auch allgemein, sobald die anderen Menschen mitbekommen, dass man MS hat oder Rentner ist, wird man ganz anders wahrgenommen. So. Und das ist einfach manchmal super anstrengend. Für sich selber auch einfach sehr anstrengend zu definieren, wer bin ich eigentlich so. Ganz genau. Ja, ich bin nämlich nicht meine Krankheit, nein, nee. Nein. Man verliebt man oft auch im Bett abends und denkt sich ja, warum? Ne? Und, aber man muss es halt einfach ausblenden und ich bin, wie ich bin und nehmt mich, wie ich bin. Ne? Ja, durch die Krankheit muss man sich auch mit Fragen auseinandersetzen, mit denen sich andere vielleicht nie oder erst sehr spät in ihrem Leben mit beschäftigen müssen. So, ne? Also mit Ängsten und mit dem Gefühl, sich vielleicht auch auf seinen Körper nicht verlassen zu können. Also das habe ich jedenfalls so. Ne? Also dass ich irgendwie denke, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Urlaub plane, weiß ich nicht, ob mein Körper da so Bock drauf hat oder ob er dann zwischendrin so rumzickt und ich dann gar keinen Spaß mehr am Urlaub habe. So, ne? Ich glaube, diese Sorgen haben andere Leute nicht. Nee, die sind doch vielleicht etwas spontaner. Wir müssen mehr planen. Wie haben sich deine Kontakte seit der Diagnose verändert? Also zum einen, das haben wir ja schon mal angesprochen, ist es so, dass du natürlich ein paar Kontakte verlierst, die du vorher hattest, weil die vielleicht nicht mehr damit klarkommen. Aber andererseits lernst du auch einfach durch die neue Situation neue Leute kennen. Also wir zum Beispiel durch unsere MS-Selbsthilfegruppe. Mit einigen treffen wir uns auch so ab und zu mal, wie man ja hier sieht. Ne? ja. Also insofern haben sich die Kontakte schon geändert. Ne? Und also mir persönlich hilft diese Selbsthilfegruppe super doll, weil das, auch das haben wir schon gesagt, es ist manchmal so anstrengend, sich Leuten erklären zu müssen und immer wieder von vorne und immer das Gleiche zu erzählen. Und bei anderen MS-Laden, die wissen einfach, wenn man sagt, ja, ich habe Fatigue und ich habe das und heute war wieder scheiße, da sagt keiner, oh Gott, das tut mir aber leid. Dann ist einfach, ja, scheiße, tut mir leid. So, ne? Es ist einfach sehr viel entspannter manchmal. Genau. Ich habe Verständnis dafür und richtig. Und Tipps manchmal auch, so was du dagegen machen kannst. Ganz genau. Ja. Und wir stehen einfach alle zusammen und da wirklich das Verständnis ist da und wir können einfach mal den Alltag vergessen. Aber letztendlich, wenn wir in einer riesigen Truppe zusammensitzen, dann reden wir wirklich wenig über MS. Also das ist wirklich nur nebensächlich. Ne? Und, ja. So soll es ja auch sein. Ganz genau. Wer oder was hilft dir oder motiviert dich im Alltag? Ja, Motivation und Hilfe, wo bekommt man die her? Also einerseits, ein paar Dinge haben wir ja schon angesprochen. Einmal die Selbsthilfegruppe hilft, natürlich auch die Therapien, die wir erhalten. So, ansonsten wird man die ja nicht bekommen, ne, wenn die nicht helfen. ja, ansonsten so Dinge, die einen glücklich machen, also Hobbys, bei uns halt so künstlerische Sachen. Ganz genau. Ja, und Freunde und Familie, ne? Also so Anker im Leben, wenn ja. Die See mal wieder rau ist im Alltag. Ja, genau. Ja, die Familie, die ist ja wirklich immer für einen da und da kann man sich aussprechen, was einem auf dem Herzen liegt. Ne? Was jetzt andere so im Alltag gar nicht wirklich wahrnehmen. Ne? Und auch gerade
mein Freund, der unterstützt mich voll und ganz im Leben und ist für mich da. Was bedeutet für dich voll im Leben sein, trotz MS? Also, wie ihr mitbekommen habt, gibt es halt echt viele Dinge an MS, die richtig nerven. Aber es gibt auch einige Dinge, die man, ja, weiß ich auch nicht, die dagegen helfen irgendwie und die einen unterstützen. Ja, und insgesamt habe ich für mich nicht das Gefühl, dass ich am Leben nicht teilnehme. Also ich habe das Gefühl, dass ich genauso im Leben stehe wie meine Freunde, die keine MS haben und vielleicht gerade studieren oder schon arbeiten. Mein Leben ist halt nur irgendwie ein bisschen anders, aber dadurch nicht schlechter. Für mich ist eben auch wichtig jetzt so im Leben, dass ich immer noch aktiv am Leben teilnehme, auch durch Arbeiten, durch meine Kunden und so, kann ich auch einfach abschalten und merke gar nicht, dass ich MS habe. So Leute, wir sind schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Franzi, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Und ja, wenn ihr Fragen oder irgendwelche Anregungen habt oder einfach was zu dem Video sagen wollt, gerne damit in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Schönen Welt-MS-Tag euch. Ganz genau. Die Sonne lacht.